Also, was habe ich versucht zu zeigen? Ich habe versucht zu zeigen, wenn ich so ein Differentialgleichungssystem habe, die Ableitung eines Vektors soll ein Matrixvielfaches des Vektors sein, dann kann ich mit den Eigenvektoren der Matrix arbeiten und kann Lösungen bauen dieser Form. E hoch Eigenwert mal Zeit mal den Eigenvektor. Oder Lösungen der Art dann auch noch zusammensetzen, wenn ich mehrere Eigenwerte, Eigenvektoren habe, dass ich meinen Startzustand so zerlege und dann meine Lösung insgesamt so zusammenbaue. Der kritische Teil des Ganzen ist das hier. E hoch Eigenwert mal die Zeit mal den Eigenvektor. Das kann man noch anders angehen. Statt dass ich jetzt ausdrücklich Eigenwerte, Eigenvektoren berechne, kann ich eine Exponentialfunktion bauen, eine Exponentialfunktion für Matrizen, die das Ganze sehr elegant in einem Schlag erledigt. Also nochmal dieses Differentialgleichungssystem. Ich möchte, dass die Ableitung eines Vektors nach der Zeit das Matrixvielfache von diesem Vektor ist, zu jedem Zeitpunkt, und habe als Startbedingung zum Zeitpunkt 0 soll ein Vektor x0, das hier soll ein fester Vektor sein, rauskommen. Das soll meine Startbedingung sein. Solche Differentialgleichungssysteme hatten wir in einfacher Form schon, wenn es hier kein Vektor war, sondern eine einfache Zahl war. Erstmal das in einer Dimension. Das hatten wir schon. In einer Dimension. Und einfach nur mit reinen Zahlen. Die Ableitung einer Zahl x nach der Zeit soll sein, das Vielfache dieser Zahl, diese Matrix A ist ja auch fest, ein Vielfaches dieser Zahl zu dem jeweiligen Zeitpunkt und als Startwert, dass diese Zahl zum Zeitpunkt 0 eine Zahl x0 sein soll. Das sollen Sie schon lösen können. Dieses Differentialgleichungssystem, aber nun in einer Dimension, ein Vektor nur mit einer Komponente, eine 1x1-Matrix, Vektor mit einer Komponente. Das heißt, die Ableitung meiner gesuchten Funktion nach der Zeit soll ein Vielfaches meiner gesuchten Funktion sein. Ein konstantes Vielfaches. Wie löse ich das? E hoch a mal t, nicht e hoch a mal x. Leider muss man damit leben, dass die Differentialgleichungen zur einen Hälfte x nach t sind und zur anderen Hälfte y nach x sind. Gucken Sie genau hin, was jeweils angesagt ist. Also hier natürlich eine Exponentialfunktion als Lösung. Dieses x muss eine Exponentialfunktion sein. E hoch. Und wenn Sie die Exponentialfunktion ableiten, muss ein Faktor a nach vorne kommen. Also muss da stehen a mal t. Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Wenn Sie das nach der Zeit ableiten, a ist eine Konstante, das nach der Zeit ableiten, bleibt es e hoch a mal irgendwas. Und dann kommt die innere Ableitung Faktor a dazu. Da ist das a, was ich haben will. Das erfüllt aber noch nicht diese Anfangsbedingung. Wie kriege ich diese Anfangsbedingung hin? Eine passende Konstante. Hier brauche ich irgendeine Konstante, die das hinkriegt. Man kann jetzt einfach einsetzen, zum Zeitpunkt 0 soll x0 rauskommen. Ich kriege hier aber c mal e hoch a mal 0, c mal 1. Ich kriege c raus. Wenn Sie hier 0 setzen, kriegen Sie c raus. Ich möchte x0 rauskriegen, hier muss also x0 stehen. Das wäre die Lösung dieser Differentialgleichung. Ich möchte eine Funktion haben, deren Ableitung nach der Zeit ein festes Vielfaches mal diese Funktion ist, mit dem Startwert, dann nehme ich das hier. Und das ist auch die einzige Art, das hinzukriegen. Dieser Startwert mal e hoch a mal die Zeit. Die einzige Chance, das hinzukriegen. Das ist in einer Dimension. Und jetzt kommt der Kunstgriff. Ich möchte dasselbe hinschreiben in 100 Dimensionen und einer Million Dimensionen. Wenn das da steht, die Ableitung meines Vektors nach der Zeit soll sein, eine Matrix mal dieser Vektor, möchte ich das selber als Lösung hinschreiben.
Dieses hier wird eine Matrix werden. E hoch eine Matrix mal die Zeit soll genau das dann heißen, die Lösung dieses Differentialgleichungssystems. Also was ich schreiben will, ist dieses hier, ich möchte die Lösung von dem analog schreiben können, für die Nummer 11, wollen die Lösung von Sternchen, dem Differentialgleichungssystem, entsprechend schreiben. Nämlich als Vektor x von t ist gleich der Anfangsvektor mal e hoch eine Matrix mal die Zeit. Hier steht erstmal in einer Dimension Ableitung einer Größe, gleich Vielfaches der Größe, und die Lösung wird sein e hoch dieses Vielfaches mal die Zeit. Das Differentialgleichungssystem, was ich lösen will, ist aber Ableitung meines Vektors, ist Matrix, feste Matrix mal Vektor. Und dann sage ich, okay, Augen zu und durch, das würde ich gerne so hinschreiben, e hoch Matrix mal die Zeit. Das heißt, lass nicht das auf der Zunge zergehen, hier steht e hoch eine Matrix, 1, 2, 3, 4 mal die Zeit. Also ja, mal die Zeit, also sowas wie 1t, 2t, 3t, 4t, das ist damit gemeint rein formal. E hoch eine Matrix, ziemlich schräg, ein Ding, nicht so und so oft mit sich multiplizieren, e hoch 3, e mal e mal e, das kriegen wir noch hin. Hier gibt quasi die Matrix an, wie oft die Zahl e mit sich selbst multipliziert werden soll. Das ist mind-boggling. Man denkt nicht weiter darüber nach, es soll einfach formal diese Differentialgleichung hier gelöst werden. Das ist die Idee hinter e hoch eine Matrix. Wir hatten sowas Ähnliches ja schon, das kam ja gerade schon vor. E hoch 3 plus 4 mal i war ja genauso ein gewagter Kunstgriff. E hoch eine komplexe Zahl, das kriege ich ja auch nicht als e mal e mal e. Was heißt e 4i mal mit sich selbst zu multiplizieren, ergibt genauso wenig Sinn. Das war ja schon so eine Erweiterung, dass man e hoch eine komplexe Zahl rechnet. Hier wird es noch eine Nummer finsterer, e hoch eine Matrix. Von mir aus auch e hoch eine 100 mal 100 Matrix. Auf jeden Fall nebenbei eine quadratische Matrix. A soll eine quadratische Matrix sein. Sie muss tatsächlich noch quadratisch sein, aber sie kann beliebig groß sein. Das kann man plötzlich dann rechnen, indem man sagt, okay, e hoch Matrix mal die Zeit soll die Lösung hierzu sein. Es gibt eine Geschichte, die jetzt hier noch nicht stimmt. Fällt Ihnen hier an dieser Gleichung was auf, was noch so nicht hinhaut? Von wegen Matrizen und Vektoren. Also hier oben das Matrix mal die Zeit, keine Aktion, das kann man rechnen. Nur wird das hier hinten eine Matrix werden und ich versuche jetzt einen Spaltenvektor mal eine Matrix zu rechnen, sowas in dieser Art. Die Matrix wird dann was anderes sein, vielleicht sollte ich was anderes reinschreiben. 23, 24, minus 2, 4, irgendwas. Das wird nicht funktionieren, dass dieser Vektor auf der linken Seite steht. Um das zu retten, brauche ich eine kosmetische Änderung. Ich muss den Vektor links wegnehmen und dahinter stellen. So geht es dann tatsächlich. Das war hier egal, bei der eindimensionalen Angelegenheit. Ob Sie das x0, das ist eine Zahl, ob Sie das x0 vor diese Zahl oder hinter diese Zahl schreiben, macht keinen Unterschied. Hier macht es nachher einen Unterschied. Das wird nachher eine Matrix werden. Das ist ein Spaltenvektor. Ich muss den Spaltenvektor rechts von der Matrix haben. So muss das dann also nachher aussehen. Das ist erstmal die Idee hinter der Exponentialfunktion einer Matrix. E hoch Matrix mal die Zeit mal ein Vektor soll diese Funktion sein, die das löst mit dem Anfangswert, mit dem Anfangsvektor. Dann hat man formal hingeschrieben, was die Exponentialfunktion sein soll. Aber das ist natürlich wenig befriedigend. Wie rechne ich denn jetzt die Exponentialfunktion einer Matrix aus? Man guckt sich das nochmal im Eindimensionalen an. Wie ging die Exponentialfunktion für Zahlen? Exponentialfunktion
für Zahlen. Ja, das kann wirklich keiner mehr lesen. Zahlen. Die ging so, e hoch z wird was werden? Welcher Ausdruck? E hoch 4 wäre ja einfach, das wäre e mal e mal e mal e mal e. Aber wenn das für jede Zahl hinhauen soll, e hoch 7,9, e hoch minus 3,8, e hoch Pi, da muss man eine andere Formel haben. Das war die hier. 1 plus z Quadrat halbe plus z hoch 3 Sechstel plus, die Sechstel sind eigentlich 3 Fakultät, plus und so weiter, plus z hoch n durch n Fakultät plus und so weiter ins Unendliche. Das hatten wir für die Exponentialfunktion mal gefunden. Für, ich sollte sagen, die Exponentialfunktion, die Exponentialfunktion zur Basis e, zur Basis der gleich der Eulerschen Zahl. Wenn das hier so hübsch funktioniert für Zahlen, dann hofft man in der Mathematik, dass man dasselbe auch verallgemeinern kann. Wir hatten dasselbe auch schon für komplexe Zahlen. Das geht auch, wenn z eine komplexe Zahl ist. Das war schon in Ordnung. Dann hoffen wir doch auch, dass das weitergeht, wenn wir Matrizen einsetzen. Die Exponentialfunktion für quadratische, wohlgemerkt. Exponentialfunktion für quadratische Matrizen. Exponentialfunktion für quadratische Matrizen. E hoch eine quadratische Matrix M. Eine N-Kreuz-N-Matrix M. Was würden Sie erwarten? Wenn das hier für Zahlen ist, was würden Sie für Matrizen erwarten? Die 1 wird zur Einheitsmatrix. Was sonst? Was haben wir, anders haben wir bei den Matrizen nicht. Z ist die Matrix. Z-Quadrat. Die Zahl mal sich selbst. Na, dann nehmen wir M-Quadrat. Das ist die Matrix mal sich selbst. M mal M. Bei M-Quadrat. Das geht für quadratische Matrizen. Z hoch 3 wird die Matrix hoch 3 durch 3 Fakultät und so weiter. Irgendwann kommt die Matrix in der Entenpotenz, na, in der Entenpotenz durch n Fakultät und so weiter ins Unendliche, alle aufsummiert. Das ist die Exponentialfunktion für Matrizen. Und man kann jetzt ziemlich blöde nachrechnen, dass das hinhaut. Dass diese Exponentialfunktion tatsächlich eine Lösung liefert. Das ist der nächste Schritt. Und der letzte hier auf dem Skript, Nummer 14. Wenn ich Folgendes rechne, x von t soll sein, in diesem Sinne, e hoch a mal t mal x0. Mit dieser Art die Exponentialfunktion auszubuchstabieren. Das gucke ich mir mal an, ob das dann wirklich die Differentialgleichung erfüllt. Eigentlich fängt man mathematisch so an, dass man sagt, e hoch a mal t, Matrix mal die Zeit, soll eine Lösung dieses Differentialgleichungssystems liefern. Zum Startwert x0, der Vektor, der da dran steht auf der rechten Seite. Jetzt gehe ich mal andersrum vor und sage, okay, angenommen, das hier ist jetzt wirklich die Exponentialfunktion für quadratische Matrizen, dass die wirklich so ausgerechnet werden kann. Probieren wir das doch mal. Und wir haben mal e hoch a mal t damit auszurechnen. Was kriegen Sie raus? Wenn Sie jetzt e hoch a mal t mit dieser Gleichung hier ausbuchstabieren, in Schritten. Für m setze ich a mal t ein. Hier vorne geht es auf jeden Fall mit der Einheitsmatrix los. Dann kommt a mal t plus, jetzt kommt die Matrix a mal t zweimal hintereinander, das ist m Quadrat, a mal t zweimal hintereinander. Das heißt, nehmen Sie die t's nach vorn, das sind ja einfache Faktoren, einfache Zahlen. Hier steht, oder nach hinten, jetzt muss ich mir gerade überlegen, wo möchte ich es gerne hin, ich möchte es gerne nach vorne haben. T Quadrat mal a Quadrat halbe. Ich sollte auch hier, bitte nicht schlagen, das t nach vorne schreiben, das sieht schicker aus. Hier bei dem a mal t schreibe ich auch das t nach vorne, dann wird es gleich einfacher in der Form.
Und so geht das weiter. Wenn m gleich a mal t ist, steht hier t in der dritten Potenz, die Matrix in der dritten Potenz, also plus t hoch 3. Plus t hoch 3, a hoch 3, hoch, durch 3 Fakultät, plus und so weiter. Und x0 steht da immer noch. Sie sehen, dass das durchaus sinnvoll war, das x0 auf die rechte Seite zu schreiben. Hier steht eine Matrix, eine quadratische Matrix. Das x0 ist ein Spaltenvektor auf der rechten Seite. Das funktioniert. Eben mein erster Versuch hier, Spaltenvektor auf der linken Seite, das kam nicht so gut. So, das können wir jetzt ausbuchstabieren. Einheitsmatrix mal x0 ist x0 plus t mal a mal x0 plus t Quadrat a Quadrat halbe mal x0 plus t hoch 3, irgendwann nervt das, t hoch 3, oder mache ich Pünktchen? Ne, den brauchen wir vielleicht noch. T hoch 3, a hoch 3 durch 3 Fakultät mal x0 plus und so weiter. Das wäre jetzt mein Versuch, dass das eine Lösung wird. Also ich probiere mal die Formel für die Exponentialfunktion, wie wir die für Zahlen hatten. Die Formel der Exponentialfunktion für Zahlen auf Matrizen zu übertragen. Ich setze das mal ein. Matrix ist gleich A mal T. Buchstabiere aus, was passiert. Okay, das ist jetzt mit viel Glück eine Lösung. Gucken wir nach, ob das wirklich eine Lösung ist. Proberechnung. Ich gucke mir als einfachstes erstmal an, wie es denn mit dem Anfangswert steht. X an der Stelle 0. Was wird passieren, wenn Sie hier 0 einsetzen? Wenn Sie t gleich 0 einsetzen, ist nur das hier noch im Ergebnis drinnen, x0. Hier steht plus 0 mal irgendwas, plus 0 Quadrat mal irgendwas, plus 0 hoch 3 mal irgendwas. Alles weg. Das stimmt also. Der Anfangswert stimmt. Er fängt mit x0 an. Und jetzt müssen wir noch die Ableitung checken. Die Ableitung von x, na? Die Ableitung von x nach der Zeit kann ich jetzt ja zu Fuß ausrechnen. Was ist mit dem, wenn Sie den nach der Zeit ableiten? Das ist ein konstanter Vektor. Wenn ich den ableite nach der Zeit, ist das der Nullvektor. T mal einen konstanten Vektor ableiten ist dieser konstante Vektor. Das t fliegt raus, a mal x0 plus t Quadrat halbe mal einen konstanten Vektor ableiten. Ich leite das t Quadrat halbe ab. T Quadrat ableiten sind 2t, ich schreibe es gleich mal hin, 2t halbe, die 2 kürzt sich, mal a Quadrat x0. Plus t hoch 3 und so weiter. T hoch 3 ableiten wird 3t Quadrat durch 3 Fakultät. A hoch 3x0 plus und so weiter. Das heißt, hier steht eigentlich t Quadrat halbe. 3 mal t Quadrat durch 6, t Quadrat halbe. Und jetzt guckt man sich an. Das ist ja eigentlich, wenn ich a ausklammere, Sie sehen, überall steht Faktor a. 0 Vektor plus und jetzt überall ein Faktor a. A mal x0 plus t mal, ein a habe ich rausgezogen, t mal a mal x0 plus t Quadrat halbe, ein a rausziehen, also t Quadrat halbe a hoch 2 x0 plus und so weiter. Und was hier jetzt steht, ist keine große Überraschung. Was da jetzt steht, ist das, was ich vorher eingesetzt habe. X0 plus t mal ax0. Das ist mein x von t. Die Ableitung nach der Zeit ist also wirklich diese Matrix a mal den Vektor, was zu zeigen war. Also ich habe den richtigen Anfangswert und die Differentialgleichung wird erfüllt. Wenn ich diese Formel, diese ganz dumme Formel für die Exponentialfunktion nehme, diese hier, wie bei normalen Zahlen. Die 1 wird zur Einheitsmatrix, die Quadrate, Kuben und so weiter werden einfach zu Potenzen der Matrix. Dann können Sie tatsächlich aus dieser Funktion, mit dieser Funktion eine Matrix bauen, die Ihnen das Differentialgleichungssystem löst. Das ist eine schönere Sicht auf dieses Problem.
Ich suche eine Lösung zu so einem Differentialgleichungssystem. Die Ableitung meiner gesuchten vektorwertigen Funktion soll ein Vielfaches, Matrixfaches meiner Funktion sein. Ich könnte jetzt von dieser Matrix hier Eigenwerte, Eigenvektoren suchen und damit Lösungen bauen. Das war der erste Teil. Oder ich mache das abstrakter und schreibe eine Exponentialfunktion für Matrizen hin und kriege damit in sehr eleganter Form die Lösung. So dann hingeschrieben. Die Lösung ist dann e hoch die Matrix mal die Zeit mal der Anfangsvektor. Anmerkung am Rande, steht auch im Skript, in MATLAB gibt es die natürlich auch, die Funktion e hoch eine Matrix, ich will jetzt nicht erst MATLAB starten. Wenn Sie einfach nur exp eintippen in MATLAB, heißt das, er nimmt jeden Eintrag der Matrix in die e-Funktion. Das ist hier nicht gemeint. Exp-m ist hier gemeint in MATLAB, der Exponentialfunktion für Matrizen. Das müssen wir vielleicht nochmal klar machen. E hoch eine Matrix ist was anderes als jeden Eintrag für sich in die Exponentialfunktion zu nehmen. E hoch folgende Matrix 2, 0, 0, 2. Was müsste das sein? Also ich könnte jetzt ganz dumm diese Formel anwenden. Was ist E hoch eine Matrix 1 plus diese Matrix ins Quadrat halbe plus diese Matrix hoch 3 durch 3 Fakultät plus und so weiter bis ins Unendliche aufsummiert. Das macht also, können wir uns die einzelnen Summanden angucken, 2, 0, 0, 2 ins Quadrat, das ist ja einfach die Matrix, die verdoppelt, zweimal die Einheitsmatrix. Das heißt, das Quadrat wird sein 2 Quadrat 0, 0, 2 Quadrat und hier hoch 3, die Matrix, die jeden Vektor verdoppelt, dreimal hintereinander anwenden, dann haben Sie jeden Vektor verachtfacht, 2 hoch 3, 0, 0, 2 hoch 3. Wenn ich jetzt anfange, Eintrag für Eintrag aufzusummieren, die Einheitsmatrix 1, 0, 0, 1. Jetzt gucke ich mir an, was links oben steht. 1 und 2. Dafür gibt es keinen Lückentext, aber scheint mir gerade dringend, das nochmal zu erklären. 1 plus 2, jetzt steht da 2 Quadrat halbe. Hier oben steht 2 hoch 3 durch 3 Fakultät. Plus und so weiter. Was steht hier rechts oben? Rechts oben die ganze Zeit 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0, da steht 0. Links unten die ganze Zeit 0. 0 plus 0 plus 0 plus 0. Bei dieser Matrix, weil das so nett ein Vielfaches von der Einheitsmatrix ist, das macht das Ganze simpel. Ein bisschen faul an der Stelle. Und hier unten steht natürlich wieder 1 plus 2 Quadrat halbe, dasselbe wieder oben. 1 plus 2 Quadrat halbe plus 2 hoch 3 durch 3, auch nicht 23, 2 hoch, na, 3 durch 3 Fakultät plus und so weiter, Klammer zu. Dass wir das nachher werden, haben Sie für den hier auch einen kurzen Ausdruck. E Quadrat steht da ja nun einfach da oben. Hier steht e Quadrat 1 plus x Quadrat halbe plus x hoch 3 durch 3 Fakultät und so weiter. E hoch x, e Quadrat. Hier steht weiterhin 0, da steht weiterhin 0, da steht nochmal e Quadrat. Das wird passieren, wenn ich die Exponentialfunktion von dieser Matrix bilde. Das ist in MATLAB, muss ich jetzt nicht starten, das ist in MATLAB die Funktion exp_m. Exponentiate Matrix. Verwechseln Sie das nicht mit der Funktion, in der jeder Eintrag der Matrix exponentiert wird. E hoch, andersrum, ich schreibe es hier drunter. E hoch 0 natürlich, E hoch 0, E hoch 2. Das wäre in MATLAB, nicht in NetLab, sondern immer noch in MATLAB, wäre das die Funktion exp,
Sie wenden exp auf die Matrix 2002 an, dann kriegen Sie das raus. Jeder Eintrag für sich wird in die Exponentialfunktion gesetzt. Warum sind die beiden hier verschieden? Hier steht 1 und da steht 0. Das sind zwei verschiedene Matrizen. Die sind nicht gleich. Vorsicht, nicht verwirren lassen. Also die Exponentialfunktion einer Matrix heißt nicht, dass Sie jeden Eintrag in die Exponentialfunktion nehmen, sondern das heißt tatsächlich, dass man, dass man sich überlegt, was hier aus dieser unendlich langen Summe rauskommt, oder dass man sich überlegt, wie man eine Lösung für diese diese Differentialgleichung findet. Das heißt Exponentialfunktion von Matrizen. Das heißt nicht ganz billig, jeden Wert in die E-Funktion zu nehmen. Das geht schief. Und vor allen Dingen kann man sich mit MATLAB gut reinreißen, weil exp so natürlich klingt, aber das ist gerade nicht gemeint, exm für diese Art der Exponentialfunktion, für die richtige mathematische Art der Exponentialfunktion.